seid ihr. Wollt ihr euch ein wenig üben? Gut gespielt, mein Freund. Ich hab nichts gemacht. Sind da gleich mehrere? Oder warum? Das ist so doppelt. Wo kommt man denn hier raus? Na, wenn das kein lustiger Affe. Pferd wird auch nicht müde, ne? Ja? Verstecke werden im Kampf durch blaue Punkte markiert. Können wir durch die Pampa reiten? Aspekt. Ezio, was tust du denn hier? Verantwortung übernehmen. Vieri belästigt euch nur wegen mir. Vieri belästigt uns, weil er Templer ist und wir Assassinen. Wie auch immer, ich möchte helfen. Va bene, dann hör gut zu. Zuerst müssen wir einen Weg in die Stadt finden, obwohl Vieri uns scheinbar erwartet. Er hat die Tore verschlossen und seine Männer als Wache geschickt. Glücklicherweise ist die Stadt größer als sein Heer. Das Südtor ist leichter bewacht, also werden wir dort zuschlagen. Mario und seine Männer beim Attentat auf Vieri die Pazzi helfen. Ach, und Mario muss überleben. Na toll. Ist das, wie weit ich von ihm entfernt bin, oder wie? Oh. Nun gut, Ezio, hier ist der Plan. Meine Männer und ich lenken die Wachen ab. Sobald wir angegriffen haben, klettere über die Mauer und finde einen Weg, das Tor zu öffnen. Nimm dir diese Wurfmesser. Erledige damit die Bogenschützen. Bereit, wenn ihr es seid. Dann lasst uns beginnen. All'attacco! Scheiße, ich hab nur 10. Den da noch? Und jetzt muss ich denen helfen, oder was? Nein? Jetzt muss ich einfach warten.
Gut gemacht, Ezio. Sind drin. Hier lang, Männer. Ich möchte, dass du diese Wachen ablenkst und sie hinderst, Alarm zu schlagen. Hoffentlich verschafft mir das genug Zeit, um Vieri zum Schweigen zu bringen. Va bene. Warte, Lipote. Nimm ein paar meiner Männer mit. Nur zur Sicherheit. Komm zu mir, sobald du es erledigt hast. Was hat Vieri denn jetzt zu Diensten? Das weiß keiner. Aber irgendwas macht ihn nervös. Wie sonst soll man die Patrouillen erklären? Und noch ein Zeichen, wenn ihr folgen sollt. Stattdessen sind wir seine Kinder, Mädchen. Und warum? Zwitten, meine Freunde! Hat sicher mal wieder das Falsche gesagt. Sanftes Erhängen, partielles Häuten und wenig Emotion. Zuerst der Ramelli. Kriegen ihn, keine Sorge! Na, wo schlägt denn? Ah, warte, da unten kommt einer mit rein. Hoch. Bene, Ragazzi, gibt nichts über eine gute Hinrichtung. Sollen wir da hoch, ne? Gottes Wille geschehe. Warum kommt ihr bitte nicht? Wo sind die Drohungen und Beleidigungen jetzt? Hä? Was auch immer. Lasst mich bitte aus dem Spiel. Hört, greift doch keine an. Was ist das denn? Ich will nichts damit zu tun haben. Oh, da ist da noch einer? Ja. Wir müssen sich am Leben. Oh, das war gekommen. Wer bist du denn? Ezio! Euer Onkel wird angegriffen und braucht Hilfe. Geht zu ihm. Na dann, auf geht's. Grazie a Dio. Ich danke dir sehr. Angriff! Mörder ist klar. Ah, Nette, da bist du ja. Mein Plan stößt auf Schwierigkeiten. Vieris Männer haben unseren Hinterhalt gelegt und ihr habt alle Hände voll. Aber meine Brüder und ich kümmern uns schon um die Wachen. Geh du weiter und finde diese Schlange Vieri. Sieh zu, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Ah, okay. Bravo. 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 Welch unglaubliche Preise ich euch biete, verehrte Kunden. Ihr werdet mich für verrückt halten. Okay, ich sehe nichts. Hör auf. Ah! Hoch! Ich will, dass du da rüberhüpfst. Es war ein Aussichtspunkt, aber der wird mir nicht angezeigt. Da ist irgendwas. Truhe. Dann gucken wir, was wir finden. Geld. Wen interessiert denn Geld? Merda.
Ah, hier muss ich ja. Also beschlossen. Vieri, ihr bleibt hier, um die Söldner zu führen. Francesco organisiert unsere Truppen in der Stadt und sagt Bescheid, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Jacopo, eure Aufgabe ist es, die Bürger nach der Tat zu beruhigen. Und dieser Trinker Mario. Er macht ständig Ärger und ich befürchte, dass er herausfinden könnte, was wir planen. Er hat immer Ärger gemacht. Genau wie sein elender Bastard von Bruder. Dann lasst sie mich zusammenführen, Vater. Es wird noch Zeit genug geben, den Müll zu beseitigen, wenn wir fertig sind. Nun, gibt es sonst noch was? Muy bien. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Kommandante! Kommandante! Was? Mario Auditore ist in die Stadt eingedrungen und er sucht nach euch. Dann lassen wir ihn nicht warten. Aha, okay. Na dann, auf ins Getümmel. Oh. Oh, das war mein Onkel. Ich nehme dich mit in die Stadt nochmal. Hier! Lass mich gehen. Er ist irgendwie hier so. Wäre vielleicht nicht hier so? Vielleicht. Was planst du mit deinen Verbündeten? Ist es das, was mein Vater entdeckte? Wurde er deshalb getötet? Entschuldige. Hoffst du etwa auf ein Geständnis? Du Drecksschwein! Du sollst in der verdammten Gosse verrotten, du Hund! Wenn du nur noch mehr gelitten hättest! Ich hoffe, du... Genug, Ezio. Ein wenig Respekt. Respekt? Nach allem, was passierte?